Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Mind. Ich bin die M. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ja, es ist offensichtlich Nacht. Amy hat nicht bei uns im Bett geschlafen. Ist das wieder ein Traum? Oder was geht hier vor? Sehr schöne Beleuchtung, muss ich wirklich sagen. Diese Melodie. Amy? Sieht ja in der Nacht besser aus als am Tag. Von allen Fragen der Welt gibt es eine, die du dir täglich stellen solltest, John. Bist du wirklich glücklich? Glück entsteht in deinem Gehirn. Ich könnte dir viel erzählen über dein glückliches Gehirn, über Dendriten und Synapsen, aber das wäre sehr langweilig. Stell dir stattdessen eine Höhle vor. Eine kleine, hohle Kugel, gefüllt mit einer süßen Flüssigkeit, wie eine Kirsche. Denn damit hat einmal alles begonnen. Mit dem Gehirn des kleinen Urzeitbandwurms. Nennen wir ihn Bob. Bob war natürlich nicht sein richtiger Name. Urzeitbandwürmer hatten lange Bandwurmnamen. Mindestens so lang wie ihr Darm, auf den sie, wie jedermann weiß, sehr stolz waren. Ich höre auch gerne Hörspiele zum Einschlafen. Bob also ja, was ist das? Datenfragment. Objekt-ID unbekannt, möglicherweise schädlich. Bitte wende dich an deine Mitarbeiter von City5 Security, okay? Ich verliere den Verstand. Ich verliere wirklich den Verstand. Das war doch. Oder? Tracy. Oder das ist irgendein alberner Test. Das waren doch Bilder von Tracy, Richards Frau. Steve? Richard, du siehst nicht gut aus. Es geht schon. Ich hatte ein bisschen Ärger. Mit den Dealern unten, oder wie? Ja. Was machst du denn auch? Komm erst mal rauf. Alter Schwede. Voll verkloppt, wa? Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Stehen da drei Bullen davor. Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Da war nur einer vorher, ziemlich sicher. Kann ich nochmal mit dem reden? Roland? Was ist denn mit Ihnen passiert? Gar nichts. Geht schon. Oh Mann. Ich rufe Medi Central. Es geht schon. Dass der immer so grummelig sein muss. Der wollte ihm doch nur helfen. Aber gut, er ist natürlich in einer ziemlich beschissenen Situation, hat einen richtig beschissenen Tag. Mensch, Richard, sieh dich mal an. Wie eine Leiche. Hast du wenigstens bekommen, was du wolltest? Ja, hier. Jetzt guck nicht so. Es ist nur ein Passwort. Hilfst du mir? Also schön. Aber eins sage ich dir gleich. So schnell geht das nicht. Das kann ich nicht alles online machen. Ich muss erst eine Kopie von der Datenbank ziehen. Wie lange dauert das? Ein Tag. Mindestens. Okay. Ich habe sowieso noch was zu klären. Wegen dieser Dealer. Willst du sie etwa anzeigen? Da wäre ich vorsichtig, mein Lieber. Weißt du, was einer von den Typen mir erzählt hat? Dass ich tot bin. Wie bitte? Ein Scherz vielleicht. Oder eine Drohung. So klang das nicht, nein. Ein gewisser Jay erzählt das offenbar rum. Richard, das sind Junkies. Die sind voll drauf. Die hängen den halben Tag in Neverland oder sonst wo rum. Weißt du, wer damit gemeint sein könnte? Irgendein Hacker wahrscheinlich. Irgendwas war mit seinem Arm. Ein Hacker? Jay? Irgendwas mit seinem Arm? Augmentiert? Da gab's doch diesen... diesen Anarcho. Warte mal. Ich zieh dir mal ein bisschen Material zu den Stichworten aus dem Archiv. Vielleicht findest du ihn da. Okay. Finde heraus, wer Jay ist und wo er sich versteckt. Okay, da muss ich jetzt wohl zusammenhängende Artikel raussuchen.
Jack McHale. Augmentierte Arme. Hacker. Mit zwei augmentierten Armen. Also eigentlich kann das nicht derjenige sein, oder? Der Berliner Polizei ist ein weiterer großer Schlag gegen die Cyberkriminalität gelungen. Bei einer Razzia im Sektor 31 wurden 16 Mitglieder der Hackervereinigung CPK festgenommen. CPK-Gründer Jack McHale konnte sich der Festnahme entziehen. Der Hacker hatte sich aufgrund ausgefallener Augmentationen unlängst auch in der Cyborg-Fashion-Szene einen Namen gemacht. Das sind aber zwei Arme, also... Jack McHale. Nee, der kann's nicht okay. sein, ne? So viel zu Jack. Hiermit geben wir bekannt, dass unsere beiden Gründer Andy West und Jack McHale am 22.06.2046 bei einer Drohnenattacke des Terrorstaates getötet wurden. Der Kampf gegen das technokratische System geht weiter, tretet uns bei. Okay, also da... Quatsch. Was mache ich denn da? Damit fällt der auf jeden Fall schon mal weg. Augmentierung produziert Untermenschen? Was? Washington. Der Soziologe Jonathan Miller hat in einem Interview Augmentierungstechnologien kritisiert. Sie beobachten, dass Arbeitgeber Augmentierungen verlangen oder voraussetzen. Gesunde menschliche Arme sind nicht mehr gut genug. Als Gesellschaft sollten wir wissen, dass wir dabei sind, verschiedenwertige Menschen zu produzieren. Die Werbung verspricht Übermenschen, aber wer sich Augmentierung nicht leisten kann, wird zum Untermenschen. Ja, logisch, ne? Jay Kosowski. Gesuchter Terrorist. Untergetaucht. Untergetaucht? Okay, aber wo? Augmentierungsforscher untergetaucht. Behörden vermuten Kontakte zu Terroristen. Der Augmentierungsforscher der Kurzlabs, Jay Kosowski, hat sich einer polizeilichen Vorladung durch Flucht entzogen. Kay war in Verdacht geraten, Kontakte zu Terroristen wie Breakpoint zu unterhalten und geheime Forschungsergebnisse sowie Pläne von Forschungsanlagen verraten zu haben. Eine digitale Großfahndung blieb zunächst ereignislos, okay? Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Das ist auch ein Jay. Moment, nein. Falsch, so. Jeff Kosowski. Augmentierter Arm. Ist doch derselbe Typ, oder? Ah. Augmentierte Körperteile sind leistungsfähiger, haltbarer und ästhetischer. Unser Mitarbeiter Jeff Kosowski lässt einen biologischen Arm amputieren, um ihn durch eine Augmentierung zu ersetzen, die er selbst entwickelt hat. Er wird ein besserer Mensch sein. Krass, okay. Ja, das... doch gut Terroristen aus dem Umfeld des Doomsday Clubs. Diese Breakpoint-Hacker vermutlich. Nach drei Unfällen von Cabin Cars hat das Herstellerunternehmen jede Verantwortung zurückgewiesen. Unfälle seien bedauerlich, ließen sich jedoch fast sämtlich auf menschliche Fehler wie Übernahme der Handsteuerung zurückführen. Für die ungeklärten Fälle seien Terroristen aus dem Umfeld des Doomsday Clubs verantwortlich, die Fahrzeuge hacken, um die eingesetzte Technologie zu diskreditieren. Da, zu dem Breakpoint müssen wir ja hin, nehme ich mal an. Und Doomsday Club, wenn das wirklich ein Club ist, also eine Bar. Ah ja, es ist, das sieht man es ja. Dann ist das wohl ein Hinweis hier. Sonst noch was Interessantes? Lesen wir das mal. Eine Gruppe von Unbekannten hat in der gestrigen Nacht eine Polizeistation im entlegenen Sektor 99 überfallen und staatliche Datenbanktechnologien der RoboDAT-Serie erbeutet. Die Täter beschossen die Tür der mit nur zwei Policebots besetzten Station mit einer Panzerfaust und flohen vor dem Eintreffen weiterer Einheiten. Ein Sprecher sagte, es handle sich bei den Tätern vermutlich um Hardware-Hacker oder Anarchisten. Okay. Das hatten wir schon. Ach, das ist das, was die Tussi in den Nachrichten immer erzählt. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Die Zahl der Angriffe von Hackern und Datenanarchisten auf staatliche und private Netzwerke. Ach, das hatte ich auch. Das hatte sie auch. Das. Okay, das gehört alles zusammen. Das hatte sie auch gesagt. Das sieht interessant aus. Auch schon. Gut, ich glaube, ja, das war's, glaube ich, ne? Robotics-Forscher. Augmentierung am rechten Unterarm. Gilt als Maschinenstürmer. Breakpoint. Untergetaucht.
Verbindungen zur anarchistischen Szene Berlins. Doomsday. Das ist dieser Anarcho-Club. Da könnte ich es versuchen. Okay, Steve. Danke. Wegen der Movescan-Abfrage melde ich mich. Du willst zum Doomsday? Bist du verrückt? Da ist jede Woche eine Razzia. Ich will wissen, warum ich angeblich tot bin. Was soll denn das, Richard? Das ist nur Junkie-Geschwätz. Du lebst doch. Kümmere dich lieber um Tracy und James. Und um deine Gesundheit. Ich weiß nicht, Steve. Ich habe ein ungutes Gefühl. Warum glaubt er, dass ich tot bin? Vielleicht weiß er auch was über Tracy und James. Das könnte durchaus sein, auf jeden Fall. Ist das ganz seltsam, dass der behauptet, dass er tot ist. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ich meine, wie komme ich da hin? Vielleicht. Ich war da oben auch noch gar nicht. Ein 250 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen und brannte bis auf die Grundmauern aus. So ein Zufall, dann stimmt das ja sogar. New York. Die Marskolonie Red One testet zurzeit ihre autonome Linie Energieversorgung. 2 Berlin Central Gefährdungsstufe 3. Das teilte ein Sprecher der Siedlungsgesellschaft Marset gestern auf einer Pressekonferenz mit. Die Gesellschaft rechne damit, dass die Kolonie innerhalb weniger Tage autark werden könne. So ja, ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann geht's in der nächsten zum Doomsday-Club. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt einmal die Tussi hier überreden, also drüber sprechen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Tschüss.